an den Kontrollpunkten starker Ausreiseverkehr, aber das ICC habe ich zum ersten Mal gesehen in der Anfangssequenz von Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin. Und das ist mir schon da nachhaltig in Erinnerung geblieben als eine Metapher. Der ganze Film spielt mit den Engelsmetaphern, den Himmelsmetaphern. Und da erscheint schon das ICC als so eine Art Raumschiff, vielleicht als eine Art Vorbote einer noch nicht gelebten Zukunft. Und das ist mir eindrücklich in Erinnerung geblieben. Ich wohne in Pankow und meine Tochter... Sie hatte einen Theaterkurs in Steglitz und wir sind immer jede Woche hier vorbeigefahren. Sie war 10 Jahre damals und sie hat sich jedes Mal zu diesem Gebäude geäußert. Sie hat sich erschreckt. Sie hat sich auch gefragt, was das für ein Riesending ist und was das in so einer Stadt macht. Es ist ja schon ein Monster für ein Kind. Ja? Und es ist auch kein Fenster da. Es ist auch riesig groß, prominent. Ja? Also hier kommt man wirklich immer vorbei. Und es hat sie schon sehr beeindruckt und meinte, das geht nicht in einer großen Stadt. Ja. Ich war als Jugendlicher öfters hier. Mein erster Eindruck kolossal, aber mit einer architektonischen Filigranheit und einem Stilbewusstsein, was von damals, dem Baujahren der 70er, bis heute durchhält und daher einfach noch immer State of the Art. Da ich die Stadt liebe und gerne, dass auch in der Stadt viel vorwärts geht, war es irgendwie ein Anliegen, sich dafür einzusetzen, dass hier wieder was passiert. Mein Name ist Ursula Müller. Ich bin Kuratorin und Leiterin der Architektursammlung der Berlinischen Galerie. Unsere Ausstellung mit dem Titel Suddenly Wonderful behandelt die Zukunftsideen für 4 Westberliner Großbauten der 1970er Jahre. Das ICC ist deswegen Suddenly Wonderful, weil es wirklich lange umstritten war. Es war eigentlich schon zur Bebauungszeit umstritten. Und es war natürlich wirtschaftlich nie wirklich selbsttragend. Es war aber auch von der Ästhetik sehr gewöhnungsbedürftig für die Berliner und daher auch immer etwas verpönt. Diese Stimmungslage hat sich vor einigen Jahren geändert. Und jetzt seit 2019 ist es denkmalgeschützt, außen und innen, vor allem auch innen. Wir hatten gedacht, da im Hintergrund so viele wunderbare neue Ideen für diese Bauten schon entwickelt wurden, dass wir die mal der Öffentlichkeit vorstellen. Das ist schon spektakulär, wie das hier inszeniert ist. Also man muss wirklich von der Inszenierung sprechen, wenn man hier in das Gebäude kommt, unten reinkommt, auch mit der Illumination aus diesen Leuchtstoffröhren. Und was wirklich besonders ist, dass das Gebäude, es ist ja hohl. Und dann ist die Frage, worauf steht das Gebäude? Und das Gebäude steht, wenn Sie diese Aufgänge sehen, das sind an jeder Seite 4 Stützen. Das sind also Treppenaufgänge, aber dahinter sind riesige Betonpfeiler mit Gumminoppen obendrauf. Und darauf steht die Konstruktion und daran hängt quasi alles hier. Also wir schweben quasi an dem Dach. Auch dass die Säle aufgehängt sind, schwingungsfrei, oder dass die Riesenfenster nicht öffnen können, ist ja alles bewusste Entscheidung. Wenn Sie hier rausschauen, Sie hören ja nichts, ja, kein Geräusch, das Gebäude ist schwingungsfrei aufgehängt, also es ist wirklich schon ein technisches Meisterwerk, dass man quasi diese Außenwelt draußen halten will und hier so eine Ruhe schaffen will, so eine Oase. Und das ist auch wirklich outstanding. Das gibt es, ich kenne kein Gebäude, das so gebaut ist. Also das Gebäude ist innen und außen radikal. Die Architekten standen ja vor der Herausforderung, auf einer schwierigen städtebaulichen Lage ein riesiges Gebäude zu errichten, was in erster Linie eine Kommunikationsmaschine sein sollte. Man wollte zeigen, West-Berlin ist noch da, wir geben diese Halbinsel oder diese isolierte Lage gar nicht auf und wir investieren wieder in großen Maßstab. Deswegen ist ja auch das ICC eins von vielen
Großbauten, die genau in den 70er Jahren dann realisiert wurden. Man wollte ja mit diesen Bauten auch in der Bevölkerung Zuversicht vermitteln, Optimismus verbreiten und auch die Wirtschaftskraft wieder in diese isolierte Stadt holen. Das heißt also, das sind alles Gründe, warum dieses Bauwerk aus historischer Sicht sehr, sehr bedeutsam ist. Und ich denke, dieses Gebäude kann das nach wie vor leisten. Man muss es natürlich entsprechend ertüchtigen. Ich finde eigentlich, für ein Messegebäude ist das ganz schön ein verrücktes Gebäude. Für mich sagt das Gebäude genauso auch Kultur und öffentlicher Raum und irgendwie sagt es auch Bahnhof oder Flughafen. Also unsere Vision ist ICCC, das International Center for Contemporary Culture. Und wir wollen im ICC eine diverse Nutzergruppe im kulturellen Bereich zusammenbringen. Also das geht von Institutionen über Firmen, über Galerien, über Einzelakteure, Kulturschaffende. Grundsätzlich stellen wir uns das so vor, dass wir Räume an diese Akteure vermieten. Ich stelle mir eigentlich die Umsetzung weniger wie ein Projekt mit einem klaren Zeitplan und einem Anfang und einem Ende vor, sondern sehr viel mehr wie einen Prozess. So eine Art behutsame Besetzung. Ja? Weil bei der Besetzung steht im Vordergrund, sich nicht zu fragen, okay, was hätte ich denn gerne, was fehlt denn jetzt hier? Sondern vielmehr sich zu fragen, okay, was gibt's hier und was kann ich damit machen? Tatsächlich sehe ich im Moment eigentlich als die größte Herausforderung, wie wir eben der breiten Masse und der Stadtgesellschaft in Berlin klar machen, dass dieses Gebäude uns allen gehört und dass wir es nutzen sollten. Also das ICCC, das International Center for Contemporary Culture, könnte ein Leuchtturmprojekt für kulturelle Nutzung in Europa werden. Und darüber hinaus könnte es ein Beispiel werden für die Weiternutzung von Bestandsgebäuden über kulturelle Nutzung hinaus. Der Stadt fehlen wahnsinnige Festivalflächen, es fehlen Veranstaltungsflächen. Wir können nur drüber nachdenken, die Berlinale wünscht sich immer größere Flächen, wo sie mal was wieder stattfinden lassen kann. Andere große Events finden gar nicht mehr in der Stadt statt, wie Messen, die Gamescom oder dergleichen. Die Vision von uns, der ICCA-Projektgruppe, ist tatsächlich eine kulturelle Nachnutzung und das Ganze eben 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche und 24 Stunden, weil das auch aus unserer Sicht die einzige Möglichkeit ist, das ganze Gebäude überhaupt auch betriebswirtschaftlich sozusagen nutzen zu können. Das Hoch- und Runterfahren für spezielle Events und Kongresse hat zu den hohen Betriebskosten geführt. An der Stelle ist einfach eine 24-Stunden-Nutzung ganz, ganz wichtig. Und wir müssen uns aus der Vergangenheit auch mit dem Gebäude beschäftigen. Früher hat das Gebäude 100 Millionen Euro in die Stadt gebracht, wenn es geöffnet war, durch die Besucher. Also die Umwegrentabilität durch Hotelbesuche, Restaurantbesuche ist einfach so groß. Und das muss eine Stadt wie Berlin auch mitkalkulieren. Und da glauben wir einfach, dass eine kulturelle Nutzung da das Beste sein kann, weil gerade die Diversität, die Kultur mit sich bringt, von Clubkultur, die man perfekt im Keller unterbringen könnte, über Ausstellungen, Messen in den oberen Bereichen, über kleine Pop-up-Stores, über in den Verkehrsflächen Läden aufmachen, also Module-Läden, die auch wieder verschwinden können. Wir können aber auch große politische Kongresse wieder stattfinden lassen, weil das Gebäude auch einen weiteren Vorteil hat. Es ist sicherheitsmäßig sehr, sehr gut gestaltet. Ich kann es abriegeln. Früher hatten wir hier 10.000 Leute, die geraucht haben. Das ganze Gebäude hat innerhalb von einer halben Stunde die komplette Luft einmal umgewälzt und gefiltert. Das sind auch Sachen, die heute ja noch theoretisch funktionieren. Man muss sie anpassen und somit ist das Gebäude sicher auch zukunftsfähig und das wird spannend. Sie haben eine Klimaanlage im Keller und wenn sie an ist, wird alles versorgt. Also es ist nichts modular oder so. Es geht an einer Stelle rein und am Dach geht es wieder raus. Und diese Betriebskosten sind ein Problem hier. Habe ich gedacht, warum nicht so eine Biosphärenhülle um das Gebäude stülpen und für eine natürliche Belüftung sorgen? Die Pflanzen filtern die Luft. Man könnte auch einen Serverpark in den Keller setzen und diese Abwärme nutzen. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten heute, wie man alternativ so ein Gebäude warm kriegt und diese Biosphäre hilft, dass die Wärme nicht verloren geht. Eine Biosphäre ist im Prinzip wie ein Gewächshaus, aber wesentlich größer und sie können ein eigenes Klima dort erzeugen. Wenn man so eine Eingangshalle hätte, die komplett transparent wäre mit so einem Baumbestand oder
und Wasser, das macht dann neugierig. Im Moment ist das Gebäude von außen abweisend und von innen öffnet sich das total freundlich und großzügig. Ja, aber das merkt man von außen nicht. Ja. Wenn man die Autobahn überbaut teilweise, hätte man Platz für eine größere Biosphärenhülle und einen Park. Das ist ja auch der Stadteingang hier. Das ist ja nicht irgendwo in einem Industriegebiet, sondern hier präsentiert sich ja auch die Stadt. Wir führen das Gebäude wieder in eine moderne Zukunft, ja, und transformieren es und besetzt das mit den Themen unserer Zeit. Gründet ein Klimacampus, eine neue Hochschule, dass man da diesen Klimaschwerpunkt hat. Und ich finde, das fehlt in Deutschland noch, vielleicht auch weltweit. Und das wäre dann wirklich so ein Ort, auf den man auch wieder schaut. Jedes Mal, wenn ich das Gebäude betrete, habe ich so ein Gespür, bekomme ich wieder ein Gespür dafür, aus welchem optimistischen Geist dieses Gebäude eigentlich entstanden ist in den 70ern. Und diese ganz eigentümliche Mischung aus Science-Fiction und auch sehr leichtem Pop, also Pop-Design, Sprache. Das ist ganz eigentümlich und erinnert mich immer daran, dass der Glaube daran, dass die Zukunft lösbar sein könnte, dass der eben hier mehr oder weniger im Gemäuer drin steckt. Als ICC ist aus unserer Sicht ein neuer Mobilitätshub für Berlin, ein Mobilitätszentrum, das MICC, wie wir es nennen, das Mobility Innovation Congress Center. Und dazu haben wir als Architekturbüro schon eine konkrete Vision erarbeitet, auch schon offiziell beim seinerzeitigen Interessenbekundungsverfahren 2019 eingereicht. Und diese Vision geht davon aus, dass auf allen Ebenen das Gebäude zugänglich gemacht wird. Die erste Ebene ist das, was wir eigentlich als unterirdische Katakomben beim ICC sehen. Die sind aus unserer Sicht ein fantastisches Potenzial für Berlins größten Mobilitätshub. Die Hauptebene, die Hauptfoyer-Ebenen sind aus unserer Sicht zu öffnen. Dort müssen auch lokale, bezirkliche Kiez-Nutzungen möglich sein. Und in den oberen Etagen, dort wo die großen Konferenzräume sind, dort müssen wir sicherstellen, dass auch wieder internationale Konferenzen möglich sind mit 10.000, 12.000 Menschen und Besuchern. Wenn man das ICC noch einmal in den Blick nimmt und einen Umbau plant, dann muss es gleichzeitig auch die Umgebung mitklären. Alle Bereiche um den zentralen Omnibusbahnhof, die Frage der Schneise der Autobahnen und Bahnlinien, die eben das Messegelände und auch den Westteil der Stadt von Charlottenburg-Wilmersdorf abtrennen, das muss man in den Blick nehmen. Langfristig, mittelfristig drüber nachdenken, ob nicht auch die Autobahn abgedeckelt wird an dieser Stelle und die Stadtviertel wieder zusammengeführt werden. Also das ICC müsste der Motor dafür werden, dass man auch über das gesamte Stadtquartier weiter nachdenkt. Es ist eben ein sehr besonderer Ort für Berlin und wir wollen diesen Ort gerne wiederbeleben. Auf jeden Fall soll das Gebäude offen sein für die Berliner und Berlinerinnen. Es soll aber auch natürlich für internationale Gäste ein Ort sein, an dem man sich begegnet, an dem man Innovation und Kreativität austauscht. Und wie genau das aussehen kann, darum wird es in dem Konzeptwettbewerb gehen, den wir ausschreiben werden. Und wir wollen Anfang 2024 diesen Wettbewerb starten. Und wir wollen dann in dieser Legislatur, wenn die Wettbewerbsbeiträge eingehen, so weit kommen, dass wir eine endgültige Entscheidung darüber treffen, wer den Zuschlag bekommt und dass wir dann 2026 das Go geben für die Entwicklung. Klar ist aber, es geht nicht nur um gute Ideen, es geht ganz klar auch um die Finanzierung, denn diejenigen, die hier vom Land Berlin den Zuschlag bekommen, diesen Ort zu entwickeln, müssen auch die notwendige Finanzierung dafür mitbringen, denn wir können als Land ein solch großes Projekt nicht alleine stemmen. Wir sind uns aber sehr sicher, dass es international Investoren gibt, die ein großes Interesse daran haben, einen solchen Ort mit Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auch neu zu beleben. Diese Idee, die Welt eigentlich nach Berlin einzuladen, etwas zu bauen, was nicht nur für den Kiez und für die Umgebung, sondern für das Gesicht Berlins in der Welt steht. Das ist möglicherweise das Wichtigste, Eindrücklichste vom ICC.
was ich denke, was auch das Bild eigentlich für die zukünftige Nutzung sein sollte.